Wir kamen in den Mondschatten. Eine gigantische schwarze Leere. Das war der Mond. Ich muss gestehen, mir sträubten sich die Nackenhaare. Es erwischte uns völlig unvorbereitet. Unten hatte uns niemand gesagt, dass hier oben die Erde aufgeht. Da war sie, der einzige Farbtupfer im Universum. Only a few short weeks ago, we shared the glory of man's first sight of the world, as God sees it, as a single sphere reflecting light in the darkness. As the Apollo astronauts flew over the moon's gray surface on Christmas Eve, they spoke to us of the beauty of the light. Während sie sich nur auf die Mondlandung konzentrierten, veränderte sich die Welt. Politik und Gesellschaft waren im Umbruch. Nach dem Apollo 8-Flug schickte mich Präsident Nixon auf Tournee an die Hochschulen. Wo ich auch hinkam, traf ich auf Widerstand und sogar Hass. Für die Studenten gehörte ich zum Establishment. Einmal wurde ich mit einem Hubschrauber eingeflogen, weil sie den Zugang zum Campus verbarrikadiert hatten. An der Columbia-Universität drängte mich ein Typ im Gorilla-Kostüm von der Bühne. Sie bewarfen mich mit Marshmallows. Es war nicht zu fassen. Die Reaktionen an amerikanischen und ausländischen Hochschulen waren grundverschieden. For the people of this planet, what is the meaning of this stupendous venture? Sie waren begeistert, offen, interessiert. Sie feierten uns überall, nur nicht an amerikanischen Hochschulen. Sogar in Russland waren sie sehr freundlich. Ich war 1969 mit meiner Familie dort, kurz vor der Mondlandung. Wir reisten 2 Wochen lang im Land umher. Sie hätten nicht liebenswürdiger sein können. Another warm welcome for the traveling American astronaut, who came far out of his way, all the way to Central Siberia, to pay tribute to Soviet science. Colonel Gorman, you've seen something of the world of Soviet science. How does it impress you?
Well, very much. They certainly have a fine institute here. Die Intellektuellen des Landes wussten, dass ihr System kaputt war und keine Zukunft hatte. Sie redeten aber nicht gern darüber, höchstens unter vier Augen. So war diese Gesellschaft. Mir gefällt der Gedanke, dass das Apollo-Programm in der Folge zum Zerfall der Sowjetunion beigetragen hat. Have you had any feeling from the cosmonauts of their view toward the impending moon landing in Apollo 11? Well, I think they feel the same way about that as we do about theirs. They wish us all success, as we've done on every one of their flights. Ich wollte möglichst viel über das russische Raumprogramm berichten. Wir wussten nur wenig. Manchmal erreichten uns geheime Fotos aus Baikonur, dem sowjetischen Weltraumbahnhof. Aber es war viel Spekulation im Spiel. Koroljow war gewissermaßen der russische Wernherr von Braun. Mit seinem Tod ging es mit dem russischen Raumfahrtprogramm bergab. Sie versuchten sich am Bau einer gigantischen Rakete. Doch mit Koroljow war der Vordenker des russischen Raumfahrtprogramms gestorben. Das Mondfahrtprogramm Koroljows ist eine traurige Geschichte. Die Sowjetunion verfolgte dieselben Ziele wie die Amerikaner. Aber unsere Raumfähre war von Anfang an eine Fehlkonstruktion. Koroljow hatte sie technisch falsch geplant. Der Bau der N1-Rakete war komplex. 30 Triebwerke mussten zusammenwirken. Hier wären stufenweise Tests erforderlich gewesen. Sonst werden so viele Parameter auf einmal geändert. Nach Koroljows Tod bauten seine Leute alles ungeprüft zusammen, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie klappen wird. Koroljow war gestorben, aber das Projekt hatte von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden. Resuming our interview on Meet the Press from Cape Kennedy, Florida, our guests today are the three astronauts who commanded Apollo missions 8, 9 and 10. Colonel Borman, during your trip to Russia, did you get any indication in your talks with the Russians when they might sending cosmonauts to land on the moon? Do you think that they still want to land men on the moon? There's no question about it. He told everywhere the indication was not only will we land on the moon, will we go to the moon, we'll go to the planets, and eventually man will leave the solar system, and I believe that. Die NASA gab eine Pressekonferenz, um die Crew für Apollo 11 vorzustellen. Ich ging hin. Alle drei Astronauten wurden vorgestellt. Ladies and gentlemen, it's my considerable pleasure to introduce to you our Apollo 11 crew. Neil, Buzz und Mike Collins. Das war die Crew. Wenn alles gut ging, sollten Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond landen. Neil war der Kommandant. Which one of you gentlemen will be the first man to step onto the lunar surface, and what do you think your reaction will be? The current plan involves one man on the lunar surface for approximately 3/4 of an hour prior to the second man's emergence. Now, which person is which has not been decided up to this point.
Neil war der Kommandant. Was wir aber nach der Landung machen sollten, dazu gab es unterschiedliche Ideen. Der erste Mann würde exit the spacecraft, was probably taking down with him what we call a lunar equipment conveyor. This is a pulley type system which enables us to transfer various pieces of equipment. And the first priority on the surface is to take photographs from the LEM itself of the landing site. And the second priority is a contingency sample. Ganz klar, Neil und ich waren verschiedener Meinung. Er sagte, er sei sich der Bedeutung bewusst. Er wollte eigentlich der Erste sein. Es war eine Pattsituation. So it's at this point that the second person would exit the spacecraft. Buzz, der Vater von Buzz, ein pensionierter General, trommelte in den Medien dafür, dass Buzz und nicht Neil als Erster den Mond betreten solle. Er kam auch zu mir in meinem New Yorker Büro. Hinter dem Streit steckte Buzz' Vater. Hey Buzz, as I recall, isn't your middle name Moon? Your mother's name, family Moon. Name? That was my grandfather's name. By coincidence. Glücklicher Umstand oder Zufall? Der Mädchenname meiner Mutter war Marion Moon. That was her maiden name. Sie hieß also Marion Moon Aldrin. Meine Großmutter wurde Mama Moon genannt. Ich hatte zwei ältere Schwestern. Sie nannten mich ihren Baby Buzzer von Brother. Das wurde dann zu Buzz abgekürzt. Gemini 12 gab uns einen Vorgeschmack auf den ganzen Zirkus, der losbrechen würde. Meine Mutter mochte keinen Presserummel. Noch bevor wir als Crew von Apollo 11 benannt wurden, beging meine Mutter Suizid. Mir schien, sie wollte nicht noch einmal diesen Stress durchstehen. I wondered if each of the three could tell us very briefly how your families have reacted to the fact that you're taking this historic mission. Well, who wants to take a crack? Well, I think in my particular case, my family has had 5 years now to become accustomed to this eventuality. Over 6 months to face it quite closely. Colonel Collins, you'll be the only one of the three making this first moon flight who will not have an opportunity to walk on the moon's surface. How do you feel about that? Well, I think that the way we've put Apollo together, it's a three-man job. All three men are required to do the total mission, and of course I'll be the only one on board the command and service module. Ich war wirklich dankbar, bei Apollo 11 dabei sein und einer von dreien sein zu dürfen. Nein, ich stand nicht an erster Stelle, aber ich war zufrieden mit dem, was ich hatte. Ja. I do have one complaint, however. I'd like to point out to those of you, particularly in the television business, that I have no TV set on board, and therefore I'm going to be one of the few Americans who's not going to be able to see the EVA, so I'd like you to save the tapes for me, please. I'd like to look at them after the flight. Sie waren drei ganz verschiedene Charaktere. Armstrong war der Inbegriff des überlegten und pflichtbewussten Berufspiloten. Ich kannte Neil wahrscheinlich besser als jeder andere. Wir waren bei Gemini ein Team gewesen. Dann wurden wir beide für die Testflüge der Mondfähre ausgewählt.
Die auf dem Mond im Vergleich zur Erde auf ein Sechstel reduzierte Schwerkraft wurde hervorragend simuliert. Am Tag des Unfalls war ich morgens draußen. Es war etwas windig. An jenem Nachmittag flog Neil die Mondfähre. Was niemand wusste, an jenem Tag war der Sensor für den Treibstoffstand ausgefallen. Als das rote Lämpchen aufleuchtete und das Kontrollzentrum ihn warnte, Neil, du hast nur noch 30 Sekunden, geh runter, wusste er nicht, dass ihm tatsächlich nur noch 15 blieben. Neil war der perfekte Testpilot. Er packte sein Zeug zusammen und ging in sein Büro. Er sagte, ja, ich habe den Schleudersitz ausgelöst. Das ist Neil Armstrong. 6 Monate später stürzte ein weiterer Testpilot ab. Ich bin die Fähre danach nicht mehr geflogen. Es war klar, auch auf dem Mond konnte die Landung schiefgehen. Die Sowjets hatten ein weiteres geheimes Mondprojekt, eine unbemannte Mondsonde namens Luna 15. Wir wollten sie genauso wie Apollo auf dem Mond landen lassen. Sie sollte eine Bohrung machen, eine Bodenprobe nehmen und zur Erde zurückfliegen. Noch vor den Amerikanern, denn sie war sehr effektiv. Der Start war fast gleichzeitig geplant, für den Sommer 1969. Moscow's morning newspapers today ignored the impending Apollo 11 flight to the moon. The Russians are not saying very much about Luna 15 either. That's their own unmanned spaceship that is expected to reach the moon either today or tomorrow. I don't think anything in history has ever happened like this, Frank, with any group so large. We think there must be at least 1 million people, and to us it's a terribly moving scene. There are 1 million people made their way down to the Cape to see this rocket go off. 1 million people in the immediate environment of Cape Kennedy to watch it go off from that launch complex 39A. Now, may I have your attention? I'd like to take this opportunity to discuss the Apollo 11 profile, which will begin tomorrow morning. We'll fly into an airlock into the lunar module. The third astronaut, with astronaut B, Armstrong, Aldrin, and Collins. Collins will remain on board the command and service module
Der Wunsch nach Erkenntnis ist tief im Menschen verankert. Diese Neugier gibt es seit den frühesten Tagen des Homo sapiens. Was bedeutet diese große leuchtende Scheibe? Ist es Gott? Alle möglichen Theorien über den Mond wurden entwickelt. Jetzt endlich konnten wir mit eigenen Augen nachsehen und unsere Neugier stillen. Wir konnten das einfach nicht auf sich beruhen lassen. Tomorrow, we, the crew of Apollo 11, are privileged to represent the United States in our first attempt to take man to another heavenly body. We feel very honored that we can participate in this voyage, represent our nation. We think country has provided us with the finest equipment, the finest training, the finest preparation that anyone can receive. We look forward to going. We thank all of you for your help and your prayers. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Frank Reynolds at ABC Space Headquarters in New York. It is July 16, 1969. We are all about to witness the fulfillment of that promise that President Kennedy made at Rice University Stadium in Texas on September 12, 1962. They take with them this morning the good wishes and the admiration of a world of people. As man, a species born and who's lived all his life on Earth, moves with this journey out into the solar system, and so, presumably, begins with this journey his dispersal in other places out in the universe. Astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and then finally Mike Collins, plus their two technicians and Director of Flight Tour Operations, Zeke Slayton, now boarding the transfer van. The transfer van now departing from the manned spacecraft operations building at the Kennedy Space Center on the start of its 8-mile trip to Launch Pad A here at Complex 39. Right now, our count of 3 hours, 3 minutes and counting, aiming toward the planned liftoff time of 9:32 a.m. Eastern Daylight Time. This is Launch Control. Der Morgen dämmerte. In der Entfernung hörte ich die Sirenen und sah die Blinklichter. Zu meiner Rechten tauchte der Konvoi auf mit einem halben Dutzend Fahrzeugen. Sie brachten die Astronauten zum Start. Es war ein erhebender Anblick. Damals war der Start meiner Meinung nach der gefährlichste Part der meisten Missionen. Du sitzt wie auf einer kleinen Atombombe. Natürlich war auch die Landung auf dem Mond neu und sehr riskant.
Viele Leben waren schon geopfert oder tragisch zerstört worden für eine Entwicklung, die jetzt ihren Höhepunkt erreichte. Ich hatte so meine Bedenken. Gerade der NASA war völlig klar, dass es keine Erfolgsgarantie gab. Der schlimmste anzunehmende Fall konnte durchaus eintreten. Die Astronauten stranden auf dem Mond, lebend, aber ohne jede Chance auf eine Rückkehr. Nixon hatte Frank Borman, den Kommandanten von Apollo 8, ins Weiße Haus eingeladen, um sich Rat zu holen. Borman empfahl ihm, sich vorsichtshalber schon passende Worte für die Witwen zu überlegen. So, up there this morning, let's all think of those three men. Three superb pilots. Armstrong, the commander. Aldrin, the man who will share the journey, the unknown path of this lunar journey to the moon. And Collins, the man who's going to fly them round. And here they are at breakfast a couple of hours ago, and the traditional steak and eggs, and how they can eat it with this journey before them, Lord alone knows. At this moment, millions of Frenchmen are glued to their television sets to watch the launching of Apollo 11. Britain is not a participant in the space race, but she is an avid spectator. They're going to land on the moon. And then what are they going to do? And they're going to walk around. And then what are they going to do? Go back up. Well, in my opinion, it's a very, very marvelous achievement. I only hope it's successful. I think it's disgusting. It's a pity they haven't got something else to do. It has to be over 100 degrees here in the broiling Florida sun where the VIPs, the very important persons, and indeed the VVIPs, the very, very important persons, are gathered to watch this launch just downrange. Among them here are former President Johnson, who helped to shape the space program as Senate Majority Leader, the new Vice President, Mr. Agnew, who has already stirred a controversy by suggesting that this administration commit itself to sending a man to Mars by the end of the century. Ich kommentierte den Countdown im hinteren Teil des Kontrollzentrums, etwa 5,5 Kilometer von der Startrampe entfernt. Diese Distanz gilt bezüglich des Schalls und der Druckwelle als sicher. Mein Gott, für Apollo 11 waren 3000 Presseleute akkreditiert. Sie testeten die Akustik. Sie verglichen die Lautstärke mit der bei einem Heavy-Metal-Konzert, und zwar direkt vor der Bühne. Es war einfach großartig. Wow. That Eagle was so. The swing arm now coming back to its fully retracted position as our countdown continues. T-minus 4 minutes, 50 seconds and counting. Skip Chauvin informing the astronauts that the swing arm now coming back. Im Kontrollzentrum waren etwa 500 Leute. Reihe um Reihe saßen die Techniker vor ihren Konsolen, um ihren jeweiligen Regler zu überwachen. Ich war der einzige Zivilist. Ich leitete die Filmaufnahmen über den Start. Ich verstand plötzlich die Redewendung vom Geruch der Angst. Ich kannte sie seit Kindertagen, begriff sie aber hier zum ersten Mal. Es war kein Körpergeruch, sondern die Angst. Jeder einzelne der 500 Leute hatte eine Heidenangst, dass ausgerechnet sein Regler, sein Ventil versagen könnte. All indications coming in to the control center at this time indicate we're at go. 1 minute, 25 seconds in the counting. We're getting close. We're getting close. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal.
12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Der Boden bebte unter unseren Füßen. Der Lärm war ohrenbetäubend. Unsere Hemden flatterten. Es war eine einzigartige Erfahrung. Kurz gesagt, es war atemberaubend. Hot, straight and true all the way. Toward a moon 218,000 miles distant. A moment many Americans, many people never believed would happen. We're through the region of maximum dynamic pressure now. Keine der Saturn V-Raketen ist je explodiert. Saturn I. Dabei hatte ich fest damit gerechnet, dass es bei einer der Saturn 1, 1b oder 5 mal passieren würde. Das war eindeutig von Brauns Ingenieuren zu verdanken. "33 Saturn-Raketen wurden gestartet, ohne je zu versagen. Alle vollendeten ihre Missionen. Kein einziges Mal transportierten sie Waffen ins All. There is really nothing to say about it. What can you say about a sight like that? CBS News color coverage of Man on the Moon. The epic journey of Apollo 11. As a director, als Regisseur musste ich es möglichst spannend machen, wie in einem Spielfilm. More like a movie. Wir allein gaben fast $1 Million aus. Für damalige Verhältnisse 1969 eine astronomische Summe im Nachrichtengeschäft. Astronomical. Remembering all the great
Ich ließ mich bei der Umsetzung von den Science-Fiction-Filmen meiner Kindheit inspirieren. Szenen auf dem Mond ließ ich in Originalgröße nachstellen und benutzte Modelle zur Visualisierung von Erklärungen. The time is next Sunday. The place is the lunar surface. Wir benutzten die Begriffe CBS-Simulation und CBS-Animation. So wussten die Zuschauer, dass die Bilder nicht vom Mond selbst stammten. Ich warb Doug Trumbull an, der die Spezialeffekte für Stanley Kubricks 2001 kreiert hatte. Doug sollte mir ein Tool liefern, das Grafiken für den Bildschirm erstellte. Wir tauften es HAL, in Anlehnung an den Bordcomputer HAL aus 2001. HAL has characteristics unlike most of the sophisticated machines you've ever seen. Wir ließen Walter mit HAL reden. Welcome to CBS, HAL. Are your memory banks keyed up for today's events? Er konnte nicht sprechen, so weit ging es nicht. Wir blieben 36 Stunden ununterbrochen auf Sendung. Wir wussten, dass die ganze Welt zuschaut. 11, Houston, that's a beautiful picture now. We're looking at 12 seconds delay. You're just bringing it down by the optics now. So things are going well. They went into Earth orbit exactly as planned. They have gone into their translunar trajectory, their course to the moon exactly as planned. They have docked with the lunar module still in the third stage of their Saturn rocket. They will be ejecting that, and then with the lunar module attached to their nose, they'll be on the way to the moon. Yeah, we're about to open the hatch now. Right. Sechs Monate hatten wir für diesen Moment trainiert, der nun immer näher und näher rückte. Jetzt wurde es ernst. Now you know how we feel. Hey, that's a great shot right there. We see you in there. Yes, that's Neil and Mike. Better be, anyway. But how is the Apollo spaceship doing? Latest reports from Houston say the craft is in its 10th orbit of the moon, while the Soviet spacecraft Luna 15 is also still in orbit, but in an elongated path. Bob, what's the scene in Houston now? Well, it's a bit early in the morning, but they're beginning to gather. Yeah, I think probably you could sum up the situation here. The feeling in most people's minds is it's a tremendous sense of history and an awareness that this is the most important thing historically that's happened for a long time, possibly the greatest physical event that has ever taken place. What's the speculation about the first words Neil Armstrong will utter as he steps off the ship? Well, everyone's noticed that they're a pretty taciturn group, the crew of Apollo 11, and no one really knows, and he's been very careful not to say anything. He's avoided it. But there's one curious little rumor going around. He comes from a place in Ohio called Wapakoneta. Wapakoneta is known for a cheese factory, a small cheese factory, run and owned by a man called Freddie Fisher. And for months now, Armstrong has been playing a little game with Freddie Fisher because that company's been trying to capitalize on the publicity by referring to the moon as being made of their cheese. So it's possible that he may make some reference to cheese, and it may well be Freddie Fisher's cheese that he talks about. You really think he might be that corny? Well, yes. 11, you got a pretty big audience. It's live in the U.S. It's going live to Japan, Western Europe, and much of South America. Everybody reports very good color. Appreciate the great show. It looks like it's going to be impossible to get away from the fact that you guys are dominating all the news back here on Earth. Even Pravda in Russia is headlining the mission and calls Neil
the czar of the ship. Neil war eher ein verschlossener Typ. Es war nicht leicht, an ihn heranzukommen. Ich bin aber auch keine große Plaudertasche. Von uns dreien hatte Mike das fröhlichste Gemüt. Er sah immer die sonnigen Seiten des Lebens. We are very comfortable up here, though. We do have a happy home. There's plenty of room for the three of us, and I think... Mike asked him... Als wir unterwegs zum Mond waren, wollte Mike von Neil wissen, ob er sich ein paar Worte überlegt hätte. Natürlich spekulierten die Zeitungen darüber, was der erste Mensch auf dem Mond bei seinem Betreten sagen würde. Mike fragte ihn, weißt du, was du sagst? Neil antwortete, nein, er wolle erst einmal ankommen und es sich dann überlegen. Weder Mike noch ich nahmen ihm das ab. Columbia, Houston, we'll have LOS at 10128. AOS for you, 10215, over. Houston has just told Apollo 11, we'll see you on the other side. They told him that a few minutes ago. They are not, as everybody knows by now, a very talkative crew. They said, we'll see you on the other side, and the response from Apollo 11 was, okay. We're approaching one of the critical moments of this flight. At 1:46 p.m. Eastern Daylight Time, the command module and the lunar module will begin undocking. The lunar module cutting itself free from the command module, beginning the maneuvers which in 2 hours and 32 minutes from now should place it on the surface of the moon. As they're circling the moon now, at this altitude, the Luna 15 is in an orbit similar to the one that the lunar module will assume after that descent orbit insertion burn. Show distance 60.9 by 169.9. It does increase the speculation as to what the Soviet unmanned spacecraft is doing up there. Okay, Charlie, we're at the lab. Okay, let's go there, Capcom, on the hot fire. Okay, all flight controllers going around the horn, go, no, go for undocking. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for undocking. Als sie soweit waren, die Mondumlaufbahn zu verlassen und zu landen, war ich vor Ort und sah zu. Der Anflug lief relativ schnell ab. Die Anspannung war spürbar. Hello, Eagle, Houston, we're standing by, over. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. Roger, Eagle, time gone. Roger, how does it look? Eagle has wing. Roger. Eagle, Houston, we recommend y'all 10 right will help us on the high gain signal strength, over.
Okay, all flight controllers, go, no, go for powered descent. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. GNC? Go. Ecom? Go. Surgeon? Go. Capcom, we're go for powered descent. GNCOM's getting a go, no go for descent. Ich war nicht überzeugt, dass Apollo 11 landen würde. Nicht gleich beim ersten Mal. Wir dachten, irgendetwas würde passieren. Jemand würde abbrechen. Etwas würde schiefgehen. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 10 minutes to the touchdown. Wir müssen bedenken, dass die Menschen weltweit die Landung der Fähre auf dem Mond live nur hören und nicht sehen konnten. Wie sich die Fähre der Oberfläche nähert, wurde mit einer Filmkamera gedreht. Film lässt sich nicht direkt betrachten. We've seen here our CBS simulation of what should be taking place at this moment, according to the flight plan. Now, position check downrange to us to be a little long. Roger, copy. I kept thinking, als sie runtergingen und dem Mond näher und näher kamen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es zu einem Abbruch kommen würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie es gleich beim ersten Mal schaffen würden. Unmöglich, dachte ich. Houston, you're looking at our Delta Eagle. That's primitive. Still down alarm. Looking good to us, over. 1202. 1202. Natürlich war der Computer überlastet. Houston, give us a reading on the 1202 program alarm. Im Verhältnis zu ihrem Bordcomputer ist ein iPhone der leistungsstärkste Rechner der Welt. Er war primitiv. We're still go, altitude 27,000 feet. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Okay, we'll monitor his Delta. What's this alarm, Wally? It's a go case. They've just apparently some function is coming up on the computer. Delta 8 is looking good now. Roger, Delta 8 is looking good to us. Okay, all flight controllers, hang tight. Wir hatten alle möglichen Probleme. Descent to fuel grid. Descent to fuel critical. He didn't want to say critical. Eagle Houston is descent to fuel to monitor, over. Der Treibstoff ging zur Neige. Und sie waren über das Zielgebiet hinausgeflogen. Oh boy. 42. Altitude 13,005. Or in there just. A little under 5 miles from the landing site. That's that high gate. We're now in the approach phase. Everything looking good. They have 70 seconds in which to redesignate the landing site. Take a good look at it now if they want to change it. Says we're go. Altitude 9,200. Per hour descent rate. They're getting a look now, such as no man has ever had at the surface. They should be getting a good look at it now. They should decide very soon if they Eagle, like it. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good. Okay, all flight controllers, go to go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Nice. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing. Over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Time alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. Good heavens. Gene Kranz. Gene Kranz, der Missionschef. In seinen Händen lag die Entscheidung über einen Abbruch des Landeanflugs. Or whether to abort it. Roger, 1201 alarm. Same type, we're go, flight. Okay, we're go. We're go, same type, we're go. Flight fighter right on, real good. 2,000 feet, 2,000 feet. Into the act, 47 degrees. Roger. 47 degrees. How's American looking, Bob? It looks okay. We're about 4.5. Roger.
Er blieb gelassen und sorgte für volle Konzentration. Keine Panik. Er vertraute Armstrong. Der würde den Treibstoffverbrauch und die Flughöhe im Griff behalten. Aber es war knapp. They got a momentary alarm on their system there, but decided. Eagle looking great, your go. It was nothing. Als nächstes ging es dann um den vorgesehenen Landeplatz. Neil sah, dass es ein riesiger, knapp 20 Meter tiefer Krater mit einem Durchmesser von 90 Metern war. Er positionierte die Fähre darüber. Der Treibstoff reichte da noch 30 Sekunden. Wir bekamen nur mit, dass Armstrong per Hand flog und nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau hielt. Der Treibstoff war fast verbraucht. Heiliger Bimbam, direkt beim ersten Versuch. Man on the moon. Houston, Tranquility Base. You're looking good here. The Eagle has landed Tranquility Base. Eagle is at Tranquility. Over. Okay, keep the chatter down in this room. It looks like we're mending the exercise enough. Roger, Eagle, and you are safe for P1. Houston, the auto targeting was taking us right into a football field guard's crater. Neil hatte bei der Landung noch für 17 Sekunden Treibstoff. Ich hämmerte meinen Text in die Schreibmaschine. Ein Helfer von der Western Union, der Telegrafengesellschaft, riss das Blatt heraus und kabelte nach New York. In New York rupfte der nächste Typ das Telex aus dem Ticker und raste damit ins Studio. Er sagte mir später, es war der aufregendste Tag seines Lebens. Es war ein guter Tag. Wir waren vor Freude alle total aus dem Häuschen. Dieser Tag war einzigartig. Yes, Jim, I don't want to interrupt you, but we have just had a bulletin from UPI, United Press International Jodrell Bank in England. The Jodrell Bank tracking station said today indications were Russia's Luna 15 satellite has landed on the moon. They say now that the Luna 15 has landed on the moon in the Sea of Crises, about 500 miles away from the landing site of Apollo 11. If we look at the moon's surface, Luna 15 came over Eagle's landing, Eric. This is roughly site two here. And somewhere in this area is where Jodrell Bank claims Luna 15 landed. One of the scientists at Jodrell Bank is now quoted as saying, it is now possible that the Russian probe will be back faster than the Americans. There may be savings in time with an unmanned craft with no docking procedure. So recapping, all is well at Tranquility Base aboard Eagle. The moonwalk due to begin about 20 minutes from now. The moonwalk now beginning just about an hour later.
than originally planned. That screen blank at the moment there in Mission Control, as we look at it, direct by satellite from Houston. Armstrong, beginning that very cumbersome and difficult act of getting down on his stomach. How am I doing? You're doing fine. To go out feet first. They're obviously going extra careful. At most, unless he really takes his time, it should be no more than a minute and a half, 2 minutes from now. Okay, Houston, I'm on the porch. Okay. Handrails there. Then from the front porch down in the first rung of the ladder. Any minute now, he should release the controls that turned on the television. Any minute now, we should see pictures. Verify TV circuit breaker in. Roger, TV circuit breaker in. And space 5 clear. Roger. And we're getting a picture on the TV. And there's currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. And there he is. There's a foot coming down the step. There is Armstrong. Okay, I just checked. Get back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Phrase. Some one of our monitors here at our space headquarters is able to hear that. We'd like to know what it was. Surface is fine and battery. I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, powdered charcoal to the sole and sides of my boot. His boot was. That's one small step for man, one giant leap for mankind. My boots and the tread and a fine sandy particle. Neil, this is Houston. We're copying. Eine Videokamera nahm auf, wie sie die Leiter herabstiegen. Eine andere, tragbare Kamera stellten sie etwas entfernt von der Landefähre auf. Yeah.
Das waren für die Menschen auf der Erde die einzigen Bilder von den Geschehnissen auf dem Mond. Die Bilder hatten etwas Geisterhaftes, weil die Personen durchsichtig erschienen. Das lag an der ausgeklügelten Reduktion der Signalbandbreite bei der Übertragung. Die Geräte konnten vom Mond kein hochauflösendes Signal senden. Das ging nicht. Die Ansprüche an die Bildqualität mussten heruntergeschraubt werden. Aldrin about to emerge apparently from the spacecraft. Okay, your press is, looks like it's clear and okay. The toes are about to come over the seal. Okay, now drop your press down. There you go, you're clear. Now I want to back up and partially close the hatch. Making sure not to lock it on my way up. Simply good thought. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. You've got three more steps and then a long one. Okay, I'm gonna leave that one foot up there and both hands down about the fourth rung up. There you go. That's a good step. Yep. About a three-footer. And now we have two Americans in there. Es gibt keine Worte für die ungeheure Größe, die Zeitlosigkeit, die majestätische Stille. Es war eine überwältigende Einöde. Ich hätte mir vorher alles Mögliche überlegen können, aber darauf wäre ich nicht gekommen. Es ist das eine und das andere. Wir waren in eine andere Welt gereist. Wir haben unseren Fuß auf sie gesetzt. Es waren nicht nur wir, die Amerikaner. Es waren wir, die Menschen, das Volk der Erde. Er war einer von uns. Ja.
Planner ought to be getting the TV out. Well, it's, is now unveiling the plaque that is. But those who haven't read the plaque will read the plaque that's on the front landing gear of this LAM. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, "Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969 AD. It came in peace for all mankind." It has the crew members' signatures and the signature of the President of the United States. Schon im Vorfeld war eine Art Gedenktafel im Spiel. Alle möglichen Inschriften wurden diskutiert. Die NASA musste sich mit dem Weißen Haus abstimmen. Dort wurde die Erwähnung Gottes vermisst. Der Präsident hielt es nämlich sehr mit Gott. Der Verantwortliche im Weißen Haus schlug vor, AD einzufügen, Anno Domini 1969, als versteckten Hinweis auf den christlichen Kalender. Columbia, this is Houston reading you loud and clear, over. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike, it really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now. And... beautiful, just beautiful. Die Flagge geht auf den Kongress zurück. Er verabschiedete deswegen eine Entschließung. Viele Leute waren dagegen. Wer sind wir, dass wir unsere Fahne hissen? Sie hissten die Fahne auf dem Mond. Das ist ein Ritual bei Bergbesteigungen. Die Leute hätten nicht verstanden, wenn wir es nicht getan hätten. Präsident Nixon wollte, dass die NASA unsere Nationalhymne spielt. Wenigstens das konnten wir verhindern. Die Leute wussten, dass Amerikaner auf dem Mond waren. Dafür mussten wir nicht die Nationalhymne spielen. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over. Er hatte mit Apollo 11 nichts zu tun, das sagte ich ihm auch. Ich sagte, fassen Sie sich kurz. Seien Sie zurückhaltend. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Für einen kurzen Moment stand die Welt still. Die Menschen verfolgten die Geschehnisse. Es herrschte das Gefühl einer weltumspannenden Gemeinschaft. All around the world. Leave them out of your field of view. Is that right now, Houston?
Als wir zwei dann die Fahne aufgestellt hatten, ging ich auf die Kamera zu und zeigte verschiedene Arten herumzulaufen. Die Kamera nahm die ganze Szenerie auf. So sind wir ins Bild geraten. Ich steckte in diesem sperrigen Raumanzug, aber die Schwerkraft war gering. Ich wusste, ich war im Fernsehen. Die Kamera war die ganze Zeit auf mich gerichtet. Was tun? Naja, zum Beispiel hüpfen. Ich trug einen großen Rucksack. Daran musste ich beim Umdrehen denken. Es war wirklich nicht schwer. Schwer war nur, für die Zuschauer lässig zu wirken. Schon kurz nach dem Ausstieg hörte ich Neil sagen, schön, nicht wahr? Ich dachte, nein, schön ist es nicht. The date's now indelible. It's going to be remembered as long as man survives. July 20th, 1969, the day man reached and walked on the moon. We heard on the news today, 11, that the New York Times came out with a headline, the largest headlines they've ever used in the history of the newspaper. Yes, but landing and walking on the moon, of course, is only the halfway point in Apollo 11's mission. Now Armstrong and Aldrin must safely return to the command module and begin the long and very welcome journey home. Crew of Eagle going through their pre-ignition checklist. Das Triebwerk in der Auftriebsstufe der Mondlandefähre war das einzige Bauteil ohne Ersatzmodul. Sie hatten für die Zündung und die Rückkehr in die Mondumlaufbahn genau einen Schuss frei. Sollte es beim ersten Mal nicht funktionieren, war die Chance für einen zweiten Versuch sehr klein. Fast null. Sie wussten das. In diesem Fall hätte unsere Schlagzeile in fetten Lettern gelautet: gestrandet. Sollte das Triebwerk nicht zünden, wären sie gestrandet. Das war unsere druckfertige Schlagzeile. This engine burned 7 minutes and 18 seconds, Frank, to get them into that 9.9 mile orbit, and it has to work. That ascent engine that has never been fired before in some other circumstances has fired. Very quiet ride. Armstrong and Aldrin are off the lunar surface after a stay of 21 hours and 36 minutes, and all continues to go exactly as planned. Per second vertical rise. Eagle Houston, request manual start override. Die einzelnen Aufgaben für Apollo,
die harte Arbeit, das Nachforschen, das Kopfzerbrechen, die Aha-Momente. Wie sie zum Mond kommen, wie sie auf den Mond gelangen, wie sie vom Mond zurück zum Mutterschiff kommen. All die Probleme mussten nacheinander gelöst werden. Und dann klappte alles wie am Schnürchen. Pretty much perfectly. The big news this morning, Jodrell Bank has just come through and said that now they're tracking data as they analyze it indicates that Luna 15 may have plunged to the surface of the moon at around 300 miles an hour. Lovell says if Luna 15 hit the surface at that speed, nothing could be likely to survive such a landing. Luna 15 hit the moon's surface at a speed of 300 miles an hour, indicating it may have crash landed. Als Apollo 11 landete, war ich nicht mit meinem Vater zusammen, sondern mit Freunden im Urlaub. Wir waren, wirklich wahr, in Tschernobyl. Dort am Fluss Pripyat gibt es Wälder voller Pilze. Ein Freund, ein KGB-Offizier, hatte ein Fernrohr. Wir schauten also durchs Fernrohr. And look there. Im sowjetischen Fernsehen war es keine Nachricht. Nur die Zeitung meldete versteckt in wenigen Zeilen, die Amerikaner würden von einer Mondlandung berichten. Später sah ich zusammen mit meinem Vater die Aufzeichnungen an. Natürlich durfte das außer den Fachleuten niemand sehen. Er verstand nicht, warum die Sowjets es nicht geschafft hatten, einen Menschen zum Mond zu bringen. Wir sagten nur traurig, sie haben es geschafft. The Stars and Stripes flies proudly now over the Sea of Tranquility. A new chapter in human history has opened. The race for the moon is over. Man's probe into the universe has begun. Hi, Roger. The Hornet is on station, just far enough off the target point to keep from getting hit. Yes, we see it. We see it. Here it is. Apollo 11 coming right down towards the primary cover ship. Für die Menschheit war ich stolz. Natürlich, wir konkurrieren, aber wir respektieren uns auch. Ich glaube, jeder hatte das Gefühl, dazuzugehören. Jeder fühlte sich beteiligt und jeder war es auch. Ich dachte damals, es sei ein Anfang. Ich dachte, es sei der Beginn der Reise zu anderen Planeten.
course, that question still remains, the question of contamination, whether enough precautions have been taken to protect the Earth from anything that they might bring back in the way of rudimentary forms of life. The opinion seems to be generally, among the scientists who are represented here, at least, that the possibility of some sort of contamination is very, very remote, and that adequate steps have been taken to prevent it, at least adequate as far as anyone can possibly figure out. The door opens, and out come America's Apollo 11 astronauts, waving, albeit their faces completely covered by these BIG suits. Unzählige Wissenschaftler hielten Keime auf dem Mond zwar für unwahrscheinlich, aber für den Fall, dass es doch welche gäbe, sollte die Erdbevölkerung vor ihnen geschützt werden. Also gab es Vorkehrungen. But then, look at it this way. Andererseits nehmen wir an, es gäbe Keime auf dem Mond. Wir kommen also zurück, die Kapsel ist voller Mondkeime, die Kapsel landet im Pazifik. Und was tun sie? Sie öffnen die Luke. Die Luke muss ja geöffnet werden. Und all die verdammten Keime kommen heraus. Das war schon ein wenig komisch. Wir hatten den sogenannten biologischen Quarantäneanzug an, als wir aus der Apollo-Kapsel in das Schlauchboot kletterten. Wir wurden von Kopf bis Fuß mit einem Lappen desinfiziert. Als sie damit fertig waren, beschwerten sie den Lappen mit einem Gewicht, warfen ihn über Bord und ab die Post mit all den Keimen auf den Meeresgrund. Ob die da wohl überleben? Also, das war völlig sinnlos. Es war ein dicker Planungsfehler. And waving to the astronauts, the curtains have been drawn. There they are in the rear window. Tonight, you've been able to follow some of the things that happened when you've gone. Did you know about the All-Star game? Yes, sir. The capsule communicators have been giving us daily news posted. Reports. Yeah. Were you American League or National League? I'm a National League man. National nonpartisan, sir. Yeah, that's right. There's the politician in the group. Right. Wir waren für 21 Tage in Quarantäne. Ich glaube, ab Verlassen des Mondes. Das war jetzt keine schreckliche Sache. Es war in Ordnung. Ich war einfach froh, wieder da zu sein. Do you suppose Neil Armstrong, Buzz Aldrin, have any concept of what's in store for them? The first men who have set foot on the moon, the meeting this dream of the 2 billion years, their lives can never be the same. You are now national heroes. What are your initial feelings about being heroes? How do you believe it will change your lives? And do you think that maybe you'll get another chance to go to the moon, or are you going to be too busy being heroes? Unsere Reise um die Welt war sehr interessant. Wir hatten die Ersatzmaschine der Air Force One samt Crew zu unserer Verfügung. Nur für uns drei, unsere Ehefrauen und ein paar Leute von der NASA. 28 Städte in 33 Tagen. Nicht schlecht. Die Männer hatten gar keine Erfahrung damit, so im Rampenlicht zu stehen. Der Rummel übertraf alle unsere Vorstellungen. Die Astronauten waren völlig überfordert. It's
It's the only communist country of their tour, so for this reason, Yugoslavia regards the visit of the three American astronauts as a special and significant honor. These astronauts were famous. Sie waren jetzt Berühmtheiten. Unbelievable. Unglaublich viele Leute wollten sie sehen. Kennedy wäre glücklich gewesen über den Zuspruch, den seine Jungs, so darf ich es wohl sagen, überall auf der Welt erlebten. Die USA hatten die einmalige Gelegenheit, sich über Grenzen hinweg von ihrer besten Seite zu zeigen. So wie der Rest der Welt über die NASA und ihre Leistung dachte, bedeutete, sie hatten etwas bewirkt. Wir sahen viele Plakate mit der Aufschrift "Wir haben es geschafft". Nicht etwa wir allein. Wir, sie, die ganze Welt. We all had that identical feeling of, by golly, we, mankind, did this thing and we're all brothers together. And it'd certainly be nice if we could use the space program to further that feeling. How to do it is a more complicated question. Ladies and gentlemen, welcome to the Apollo 11 press conference. You know, the most... Die häufigste Frage war, wie fühlt es sich an? What does it feel like? When you first stepped on the moon, did it strike you as you were stepping, that you were stepping on a piece of the Earth, or sort of what your inner feelings were, whether you felt you were standing in a desert, or this was really another world, or how you felt at that point? Well, there was no question in our minds where we were. We'd been orbiting around the moon for quite a while. Meiner Meinung nach hatten wir sie nicht gut auf die Erwartungen der Öffentlichkeit vorbereitet, besonders für die Zeit danach. Does it have a philosophical dimension of any kind, Mr. Aldrin? Sie wollten wissen, was in unserem Innersten vorging. Aber wären wir Poeten oder Philosophen, wären wir nicht zum Mond geflogen. Da braucht es Fachleute. Mit der Kompetenz, die richtigen Entscheidungen zu treffen. I felt very small and very lucky. And as we looked up on the surface of the from the surface of the moon, we could see above us up here the planet Earth, and it was very small, but it was very beautiful, and it looked like a oasis in the heavens, and we thought it was very important at that point for us and men everywhere to save that planet as a beautiful oasis that we together can enjoy for all the future. Today, as astronauts speed again to the threshold of the moon, and as we prepare for the final achievement of this national goal, we have the obligation to look ahead to the role of the space program will play in the future. Allen war klar, dass eine Entscheidung fallen musste, wie es nach Apollo weitergehen sollte. Um weitere Missionen der NASA zu rechtfertigen, musste der Ausblick über die Jahrtausendwende hinausgehen. Von Braun bekam den Auftrag, eine Vision für die nächsten 100 Jahre zu entwickeln, nicht nur für die verbleibenden 30 in diesem Jahrhundert. Where do you think we ought to go from here? I think the next 10 years will undoubtedly be a little more versatile. We will have a number of activities in several areas rather than one big thrust in one direction.
Er nahm das große Ganze in den Blick. Um den Mars zu erreichen, wollte von Braun die Saturn V mit einer atomgetriebenen Stufe verstärken. Zusammen mit Kennedy hatte er an einem Versuch in Los Alamos teilgenommen, bei dem ein nukleares Testtriebwerk gezündet wurde, die sogenannte NERVA. Er war sicher, dass wir damit eine Mannschaft zum Mars bringen könnten. If you had to estimate, when would you see a man on Mars? Well, if you foot the bill in 1985, but at the moment there's no national commitment to do that, and it would probably require a national commitment of a similar magnitude as the Apollo program to land a man on the moon. But the technology is here to do it, and we could land a man on Mars in a little over 10 years if we really wanted to do it. Von Braun erklärte das Projekt Nixons Vizepräsident Agnew zwei Wochen, nachdem Neil seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Es interessierte niemanden. This is a live special report from ABC Radio News, the flight of Apollo 12. I'm Mark Krim with Merrill Muller, the Apollo News. Die Luft war raus. Die Aufgabe war erfüllt. Selbst die Berichterstattung über die zweite Mission musste dem Herausgeber abgerungen werden. Ein erstes Mal gibt es nicht ein zweites Mal. Wer erinnert sich noch an die zweiten auf dem Mount Everest? Was du einmal geschafft hast, kannst du immer wieder schaffen. The Apollo program, short of money and no longer as fashionably popular as it once was, is ending. But it will end on a spectacular note with a nighttime launch, perhaps one of the most exciting sights a visitor to Cape Kennedy can see. What is it in our makeup that is possible for us to get excited about an Apollo 11, man's first step on the moon, and within two short years of that time, be as blasé as the public seems to be today about this particular launch and the space program generally? Well, I think it's the excitement of the new. I mean, it's like getting married, you know, being married. The love is still there and the excitement is still there, but it's no longer the honeymoon. Ich war absolut für das Weltraumprogramm. Aber die Art der Durchführung war nicht sinnvoll. Von Anfang an hatte Kennedy es auf 10 Jahre angelegt. Wir fliegen zum Mond, wedeln mit der Flagge, kehren zurück, das war's. Apollo hätte ein Programm über 100 Jahre sein müssen. Dass sie mit der Apollo-Mission überhaupt so viel erreicht haben, war schon sehr gut. Das Weltraumprogramm blutete finanziell erstaunlich schnell aus. Direkt nach dem Start wurden am Kap die Kündigungsschreiben verteilt. Right after the launch. There is such a thing as spin-offs. Es gibt Spin-offs, Nebeneffekte. In den frühen 60ern holte die NASA die besten Köpfe, um einen Steuerungsrechner für Apollo zu bauen. Leistungsfähig genug, um Menschen zum Mond zu fliegen, und klein genug, um an Bord zu passen. Nachdem das erreicht war, gingen diese Entwickler überall hin. So begann in den 70ern der Aufbau der Computerindustrie. In der Entwicklung von Technologie wirft jeder kleine Fortschritt vielfältige neue Fragen auf. In diesem Sinne beflügelte das Weltraumprogramm die Entwicklung. Zum Beispiel wurden die Bauteile für Computer und alles andere immer kleiner.
Denn beim Fliegen musste alles klein sein. Für mich ist der Mars das wirklich interessante nächste Ding. Der Mars ist weit weg. Ich glaube nicht, dass wir einen Fluchtort brauchen, wenn eines Tages die Sonne expandiert. Bis dahin haben wir uns 10-mal selbst ausgelöscht, wegen der Erderwärmung oder etwas anderem. Natürlich sollten Menschen zum Mars fliegen, aber erst, wenn es jahrzehntelang unbemannt getestet und ausgereift ist. Als Gipfel der Ironie haben inzwischen Roboter die Erforschung des Weltraums übernommen. Mars. 15 oder 16 amerikanische Apparate fliegen um den Mars oder bewegen sich auf seiner Oberfläche. Bemannte Flüge sind nur dann sinnvoll, wenn Menschen die Erde wirklich verlassen. So wie sie damals mit der Mayflower den Atlantik überquert haben, um woanders zu bleiben. So to my mind. Ich stelle mir sie als Abenteurer vor, die das Risiko nicht scheuen und Erfolg haben. Ob der Mars nun ein so spannender Ort ist, bleibt abzuwarten. Leben entwickelt und erprobt sich. Risiken auf sich zu nehmen, das macht das Leben lebenswert. I believe we should go to the moon.